Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von VR Aktuell. In VR Aktuell möchte ich euch die wichtigsten News aus der Welt der Virtual Reality kurz und knapp zusammenfassen, sodass ihr auf der einen Seite top informiert bleibt und andererseits Zeit spart, weil ihr keine stundenlangen News-Sendungen schauen müsst, sondern ich euch die Neuigkeiten kurz und knackig präsentiere. Auch in dieser Woche haben wir einige spannende Neuigkeiten. Unter anderem wurde die Apple Vision Pro vorgestellt. Es gibt aber auch Neuigkeiten zur Meta Quest 2 und zum beliebten Tool Virtual Desktop. Interessiert ihr euch darüber hinaus für Tutorials zur Virtual Reality, wie ihr beispielsweise euer Headset noch besser machen könnt oder auch aktuelle VR-Games, dann seid ihr hier in der Zockstube genau richtig. Denn hier bekommt ihr zur MetaQuest, zur PSVR oder auch zu PC-VR-Games Reviews und Livestreams. Und jetzt lasst uns loslegen. Die Apple Vision Pro wurde vorgestellt. Die Apple Vision Pro, die auf der WWDC 2023 offiziell vorgestellt wurde, ist Apples neuer Spatial Computer, der sowohl Virtual Reality als auch Augmented Reality Erfahrungen bietet. Anstatt konventionelle Begriffe wie Virtual Reality und Augmented Reality zu verwenden, verwendet Apple die Bezeichnung eine voll immersive Erfahrung. Die Vision Pro ist aber technisch gesehen ein Virtual Reality Headset, wird dabei aber als Augmented Reality Headset bzw. als Spatial Computer vermarktet. Die Brille ist mit zwei Micro-OLED-Displays ausgestattet, die mehr als 4K Auflösung pro Auge bieten und HDR unterstützen. Die Bildrate beträgt standardmäßig 90 Hertz, kann aber bei Kinofilmen auf 96 Hertz erhöht werden. Die Vision Pro wird von Apples M2-Prozessor und einem speziellen Chip namens R1 betrieben, der Echtzeittransparenz für die reale Umgebung ermöglicht. Das Gerät verfügt über Pass-Through-, Hand- und Augentracking-Funktionen und wird durch eine Kombination aus Hand- und Augentracking sowie Sprachbefehlen gesteuert. Die Vision Pro ist schlank und modular aufgebaut mit austauschbaren Gesichtspolstern und Kopfhalterung und soll ein täglicher Begleiter für den Einsatz zu Hause, unterwegs und bei der Arbeit sein. Apple hat zudem eine Partnerschaft mit Disney für immersives Entertainment angekündigt, aber bisher keine VR-spezifischen Spiele. Trotz des hohen Preises von 3.499 US-Dollar netto und eines Starttermins Anfang 2024 strebt Apple eine breite Nutzung der Vision Pro an und wird sie zudem auch mit vollimmersiven Spielen unterstützen. Ein Beispiel dafür ist die beliebte Anwendung Rec Room, ein Social-VR-Spiel, das für die Vision Pro verfügbar sein wird. Es ist jedoch zu beachten, dass die meisten aktuellen VR-Games VR-Controller verwenden, was bei der Vision Pro eben nicht verfügbar ist. Dies könnte das Spielverhalten verändern, da die Entwickler sich auf Handtracking und Gestensteuerung verlassen müssen. Im Gegensatz dazu positioniert Meta seine Quest weiterhin als ein zugängliches VR-Produkt, auch oder gerade wegen der Einführung der Quest 3. Meta hat zudem die Preise der Quest 2 gesenkt und plant ein Software-Update, das 20-30% mehr CPU- und GPU-Leistung bringt. Das zeigt zudem, dass Meta die Quest 2 auch nicht so schnell ersetzen möchte, sondern plant, sie als preiswertes Einsteigermodell für die Virtual Reality zu behalten. Meta wird ebenfalls das Handtracking als Eingabemethode weiterentwickeln und die Quest 3 wird ein deutlich verbessertes Handtracking im Vergleich zur Quest 2 bieten. Aber trotz dieser Fortschritte des Handtrackings werden Virtual Reality Controller wahrscheinlich weiterhin die primäre Art bleiben, VR-Spiele zu spielen, zumindest in naher Zukunft. Das zu einem kleinen Vergleich der aktuellen Entwicklung im Hause Apple und Meta. Wenn ihr euch für weitere Infos zur Apple Vision Pro interessiert, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Dort findet ihr die Videos, wo ich euch diese VR-Brille von Apple vorstelle und noch zusätzlich meinen Senf abgebe. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich gerade schon kurz angerissen habe und jetzt ein bisschen ausführlicher besprechen möchte. Preisreduzierung und Leistungssteigerung bei der Meta Quest 2. Wenn euch die Apple Vision Pro zu teuer ist, dann holt euch doch einfach 12-mal die Quest 2 von dem Geld. Das ist jetzt möglich, weil Meta die Quest 2 im Preis gesenkt hat. Neben dem Performance-Upgrade durch das Update 55 wird die Quest 2 mit 128 GB nur noch 350 Euro kosten und die Version mit 256 GB nur noch 400 Euro.
Das angekündigte Update soll die CPU-Leistung der Quest 2 um bis zu 26% und die GPU-Geschwindigkeit um bis zu 19% verbessern. Auch die Quest Pro wird von diesem Update profitieren, wobei der Chip ja sowieso schon höher getaktet ist und die CPU-Leistung deswegen um den gleichen Wert erhöht wird, während die Quest Pro nur ein GPU-Upgrade von 11% bekommen wird. Das sind echte Kampfpreise und so günstig und gut werdet ihr den Einstieg in die Virtual Reality lange nicht mehr finden. Wenn ihr euch für den Kauf der Quest 2 interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Link in meiner Beschreibung nutzt. So zahlt ihr keinen Cent mehr, unterstützt aber die Zockstube. Aber ihr stellt euch sicherlich die Frage, lohnt es sich denn überhaupt noch, die Quest 2 zu kaufen? In den letzten Tagen habe ich sehr viel Arbeit, und ich meine sehr, sehr viel Arbeit, in ein Video gesteckt. In diesem Video nehme ich die aktuelle Produktpalette von Meta auseinander und nenne euch detailliert die Spezifikationen der Quest 3, auch Informationen, die es bisher so noch nicht gab, der Quest 2 und außerdem der Quest Pro, sodass ihr einen genauen Überblick habt, welches Headset genau welche Vorteile hat. Anschließend spreche ich euch eine Empfehlung aus, welches Headset ich in welchem Fall zum heutigen Zeitpunkt kaufen würde und wenn die Quest 3 schon released wurde. Wollt ihr dieses Video nicht verpassen, dann abonniert unbedingt die Zockstube und macht das Glöckchen an und ihr bekommt morgen früh direkt zum Frühstück pünktlich eine Benachrichtigung, dass genau dieses Video auf euch wartet. Weiter geht es mit dem Virtual Desktop Update. Ein neues Update für Virtual Desktop, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet, nämlich die Version 1.27.1, verspricht eine deutliche Verbesserung der Streaming-Qualität für Desktop- und VR-Inhalte. Zu den Verbesserungen zählen folgende. Ein neuer Codec H264 Plus erlaubt eine Bitrate von bis zu 400 Mbps für VR-Spiele, für alle Headsets außer der Quest 1, falls das Netzwerk-Setup dies natürlich zulässt. Das Bandbreitenlimit für Desktop-Streaming wurde auf 100 Mbps erhöht. Es gibt jetzt die Möglichkeit, die 10-Bit-Farbtreue für eine bessere Farbwiedergabe zu aktivieren, sofern ihr eine Nvidia-Grafikkarte der 1000er-Serie oder höher habt. Der Wechsel auf OpenXR ermöglicht die Nutzung von Pass-Through mit Quest-Headsets. Außerdem werden jetzt die DualSense-Controller der PlayStation 5 unterstützt. Darüber hinaus gibt es Fehlerbehebungen, insbesondere für Nutzer von AMD-Grafikkarten. Momentan gibt es aber leider keine genaueren Informationen, wann das Update für alle Benutzer ausgerollt werden soll, weil es sich im Moment eben noch in der Beta befindet. Besitzer eines Quest-Headsets können die Beta-Version jedoch testen, indem sie sich in ihr Meta-Konto einloggen und die App auf Version 1.27.1 einstellen. Zukünftig könnte Virtual Desktop auch für die Apple Vision Pro verfügbar sein, da der Entwickler Guy Gaudin Interesse bekundet hat, für das Apple-Headset zu entwickeln. Was bedeuten würde, wenn wir die entsprechenden Eingabemethoden auf der Apple Vision Pro haben, könnt ihr dann auch beispielsweise einen kompletten Steam VR-Katalog zocken, was absolut Wahnsinn ist bei den technischen Spezifikationen der Vision Pro. Wenn ihr VR aktuell mögt, dann vergesst nicht, die Zockstube zu abonnieren und das Glöckchen anzumachen, um keine weiteren Updates zu verpassen. Schreibt mir doch außerdem eure Gedanken zu den heutigen Themen in die Kommentare und schreibt mir auch, was ihr gerne in der nächsten Ausgabe von VR aktuell hören möchtet. Außerdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Däumchen oben da lasst. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Folgen von VR aktuell sowie alle Informationen zur Apple Vision Pro. Das Video auf der linken Seite empfiehlt euch der allmächtige YouTube-Algorithmus. Vielen Dank für eure Däumchen, für eure Kommentare und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!